Hallo liebe 2a, willkommen zum 9. Lernvideo. Es geht schon wieder ums Rechnen. Ich habe euch im letzten Video ja schon angekündigt, dass jetzt mal was Schwieriges kommt für die ganz besonders guten und schnellen Kopfrechner. Aber ich glaube, jeder von euch kann das schaffen, wenn ihr auf Pause drückt und richtig gut überlegt, oder wer will, kann sich die Aufgaben ja auch vielleicht auch auf den Zettel schreiben, dass man sie sieht, dann ist es meistens auch einfacher zu rechnen, als wenn man es nur hört. Ich glaube, dann schafft das jeder von euch. Und was sind das für Aufgaben? Es sind Kettenaufgaben. Ihr kennt das schon, aber wir haben es noch nicht so oft gemacht. Eine Kettenaufgabe ist nicht nur so wie 2 plus 2 gleich 4, sondern ist ein bisschen länger. Also zum Beispiel 2 plus 2 plus 3 ist dann gleich 7. Und immer aus drei Zahlen, die man zusammenrechnen muss, bestehen diese Kettenaufgaben. Und man kann ein kleines bisschen schummeln. Es gibt so einen kleinen Trick, wenn man bei den Zahlen genau zuhört. Aber mal gucken, ob ihr das herausfindet, was der Trick war. Ich werde ihn euch am Ende verraten. Gut, dann geht es jetzt los. Denkt daran, immer auf Pause drücken, wenn es zu schnell geht. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und Erfolg bei den schwierigen Kettenaufgaben. Es geht los. Aufgabe Nummer 1. 5 plus 6 plus 5. Gleich 16. 4 plus 3 plus 6. Gleich 13. 2 plus 8 plus 7. Gleich 17. 3 plus 6 plus 7 gleich 16. 9 plus 8 plus 1 gleich 18. 2 plus 4 plus 8 gleich 14. 6 plus 4 plus 5 gleich 15. 8 plus 2 plus 8 gleich 18. 5 plus 9 plus 5 gleich 19. 1 plus 9 plus 9 gleich 19. 0 plus 6 plus 10 gleich 16. 7 plus 3 plus 2 gleich 12. 6 plus 7 plus 4 gleich 17. 2 plus 8 plus 8 gleich 18. 3 plus 6 plus 4 gleich 13. Das war's schon. Wenn ihr das geschafft habt,
dann seid ihr echt gut im Kopf rechnen. Und jetzt verrate ich euch noch, was der kleine Trick war. Wenn ihr euch die Aufgaben wirklich aufgeschrieben habt, dann habt ihr es bestimmt auch gesehen. Das zu hören ist gar nicht so leicht. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass von den drei Zahlen immer zwei zusammen 10 ergeben haben. Das waren diese Zehnerfreunde, wie zum Beispiel 2 und 8, 4 und 6, 3 und 7, 9 und 1. Die soll man ja besonders gut im Kopf haben, denn wenn man das weiß, dann weiß man es einfach auswendig. Man muss nicht mehr nachdenken. Und das war hier der Fall. Immer 2 haben zusammen 10 ergeben. Wenn ihr das kontrollieren wollt, ob das stimmt, dann macht diese Übung doch einfach nochmal. Und ansonsten freut euch, wenn ihr es geschafft habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!